Heute zeige ich euch ein paar tolle Bastelideen zu Ostern. Wir beginnen mit einer tollen Osterkarte. Dazu benötigt ihr dickeres Papier, eine Schere, Washi-Tape nach eurer Wahl, einen Filzstift in Schwarz und Klebeaugen. Zunächst faltet ihr das Papier einmal in der Mitte. Damit ihr eine typische Klappform bekommt. Nun kommen die Ohren. Dazu nehmt ihr euch das Washi-Tape und eine Schere. Reißt dazu ein etwas größeres Stück ab und schneidet dann eine Form von einem Ohr rein. In etwa so. Nehmt die Stücke, legt sie beiseite und klebt das Ohr auf die Karte. So macht ihr das auch einfach bei dem zweiten Ohr. Ein Stück abreißen und die Form des Ohrs hineinschneiden. Danach das Ohr auf das Blatt kleben und schon habt ihr die Ohren. Um dem Hasen ein Gesicht zu geben, nehmen wir jetzt die Augen. Dazu nehmt ihr die Kleberaugen und klebt sie auf das Bild. Nun hat euer Hase Augen. Nun kommt das Näschen. Dazu nehmt ihr euch wieder Washi-Tape und schneidet ein Dreieck aus. Dazu reißt ihr euch am besten ein Stück ab, dann geht es etwas leichter. Im letzten Schritt nehmt ihr den Stift und malt ein Gesicht drauf. Einen Mund. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dem Hasen auch noch einen Zahn malen. Und Haare. Und schreibt noch Ostergrüße drunter und fertig ist eure Karte. Basteltipp Nummer 2, unser Osternest aus Klopapier. Ihr benötigt einen Luftballon, 20 Blatt Klopapier, Wasser und Ostergras. Nachdem ihr den Luftballon aufgeblasen habt, nehmt ihr euch das erste Stück Klopapier, legt es auf den Luftballon drauf. Nun kommt das Wasser zum Einsatz. Träufelt dazu ein paar Tropfen drauf, damit es schön angefeuchtet ist und am Luftballon klebt. So macht ihr das jetzt Schritt für Schritt. Ein neues Stück drauf und mit Wasser befestigen. Das macht ihr so oft, bis der komplette Luftballon bedeckt ist. Am besten sind dafür zwei Schichten. Wenn ihr fertig seid, lasst den Luftballon 2 bis 3 Stunden trocknen. Wenn der Luftballon getrocknet ist, nehmt ihr euch eine Schere zur Hand und schneidet oben am Knoten ein Loch in den Luftballon. Anschließend nehmt ihr die Schere nochmals und schneidet ein Loch. Dann könnt ihr euer Ostergras nehmen und als Deko platzieren. Schon ist euer Osternest fertig. Das wäre Ostern ohne Eier. Deswegen hier unser letzter Basteltipp. Eier aus Zeitungspapier. Wir benötigen Eier, Bastelkleber, einen Pinsel und Zeitungsschnipsel. Ihr könnt Deko-Eier, aber auch echte Eier verwenden. Wir beginnen mit dem Bastelkleber. Nehmt euch den Pinsel und bestreicht zunächst das komplette Ei mit Bastelkleber.
Nun nehmt ihr euch den ersten Schnipsel Zeitungspapier. Legt ihn aufs Ei drauf und bestreicht den Schnipsel mit einer weiteren Schicht Bastelkleber. Einen weiteren Schnipsel nehmen und auf den anderen drauf. Nun macht ihr das so oft weiter, bis das komplette Ei mit Zeitungsschnipseln beklebt ist. Kleiner Tipp: Für ein schönes Muster sollten die Schnipsel nicht allzu groß sein. Und schon ist euer Ei fertig. Nun muss es nur noch trocknen. Hängt es dazu am besten auf. Das Beste, unsere Deko-Eier passen auch perfekt in unser Osternest. Viel Spaß beim Nachbasteln!